Morgen. So, der Jetlag ist langsam überwunden. Wir haben mal 7,5 Stunden heute durchgeschlafen. Wir waren gerade frühstücken. Jetzt riecht bei uns. Und dann gehen wir los, noch ein paar formelle Sachen erledigen. Steuernummer beantragen, Bankkonto eröffnen. Dann besorgen wir uns noch SIM-Karten. Und danach haben wir vor, in den Outdoor-Shop zu gehen noch. Einfach mal gucken, was es so gibt. Das ist mal der Plan für heute. Ciao! Ja, wir haben jetzt das Sinclair Center gefunden, wo wir unsere Sozialnummer beantragen. Gehen wir mal rein. We have the number. War ganz chillig da drin, also haben wir echt eine positive Erfahrung gemacht mit der kanadischen Behörde. Die sind alle so lustig drauf und echt gut gelaunt. Was ganz anderes wie in Deutschland. Schon krass in Kanada. So, jetzt gehen wir das Bankkonto eröffnen. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, was es tut, aber sieht chillig aus. So, Bankkonto eröffnet, war erfolgreich. Wir haben sogar gleich die Karte bekommen. Leicht überraschend. Coole Sache. Jetzt gehen wir was essen. Und dann holen wir uns noch eine SIM-Karte fürs Handy. Essen haben wir gefunden. Wir sind hier unten in so einer Essens-Mall. Also sind 1000 Gänge überall zu essen. Wir haben uns für Chinesisch entschieden. Schmeckt geil. Ist gut, oder? Scharf. Scharf und heiß. Hier sind wir gerade auf einen Filmdreh gestoßen von einer Serie. Drehen. Da steht auch ein Schild, also wenn man will, kann man da reinlaufen. Muss halt mit rechnen, dass man gefilmt wird und im Fernsehen kommt. Sieht mal ganz interessant aus vom Aufbau her, sowas abläuft. Aber eigentlich waren wir gerade auf dem Weg zum Outdoor Center. SIM-Karte haben wir gerade beantragt gehabt. Genau. Sind wir mit der U-Bahn zu unserem Outdoor-Shop gefahren. Das war allerdings wegen dem Flop. War nicht so geil. Danach waren wir noch einkaufen. Sind dann in den Bus gestiegen, aber einen falschen. Deswegen müssen wir jetzt laufen. Aber dadurch haben wir jetzt einen mega geilen Ausblick. Also da hinten irgendwo ist Whistler. Skyline. Also hat sich schon fast gelohnt, falsch Bus zu nehmen. Ja, und jetzt laufen wir wieder zurück zum Hostel. So, wir haben mittlerweile 11 Uhr abends. Wir haben vorhin noch unsere Skiausrüstung für Whistler gebucht. Und den Bus nach Whistler nochmal umverlegt. Den hatten wir auf 6 Uhr gehabt. Den haben wir jetzt auf 9 Uhr gelegt. Aber am ersten Tag nicht Skifahren. Und genau, wir haben das erste Mal uns was in der Küche gekocht, Spaghetti, richtig kreativ, aber hat geklappt. Genau, und jetzt ist hier Schneeregen unterwegs, wie sieht man es, ich weiß es nicht. Mehr Schnee wie Regen. Naja, vielleicht wird es morgen besser. Also, gute Nacht.